Marc, überragender Sieg in einem Spiel, das hitzig war, aber nicht aufgrund der Zweikämpfe. Ja, es war brutal heiß. Also. Jetzt, wir haben eigentlich schon damit gerechnet, dass der Sommer vorbei ist und dann kommt auf einmal so eine Hitze. Das hast du schon im Training gemerkt. Ist brutal und da ist wichtig, dass du die Chancen machst, wenn du sie kriegst. Da musst du die 4 Tore machen, weil du kriegst auch Tore. Es ist klar, die Luft fehlt. Es fühlt sich an, wie wenn du gegen eine Wand läufst. Aber da musst du halt beißen und dann ist es immer einfacher, wenn du den Ball hast, anstatt der Gegner. War das eure Strategie, den Ball so lange wie möglich zu halten, um wegen dieser Hitze bestehen zu können? Ja, wobei unsere Taktik ist immer, den Ball zu haben. Wir sind Fußballer, wir wollen den Ball, wir wollen mit Ball spielen. Wir haben hier im Holzhof einen riesen Platz. Das heißt, da wollen wir immer. Wir wollen die ballbesitzende Mannschaft sein, wir wollen die dominierende Mannschaft sein. Wir wollen dem Gegner einfach unser Spiel aufzwingen. Das ist jedes Spiel. Egal wer da kommt, das ist unsere Strategie, unsere Taktik. Es gelingt euch nicht immer, die zwingenden Chancen zu haben oder die Durchschlagskraft zu haben. Heute ist es euch meiner Meinung nach gelungen. Warum hat es heute geklappt und warum klappt es manchmal nicht? Wenn man es genau betrachtet, haben wir heute wieder 3-4 glasklare liegen lassen. Und diesmal hatten wir halt 7-8 Chancen und haben 4 gemacht, 3 klare liegen lassen. Letzten Spiele hatten wir halt 4 klare, haben nur 1 gemacht. Aber normal, wir haben die Chancen. Wenn wir noch effektiver werden, wird es noch besser. Aber wir gewinnen, das ist der Hauptpunkt. Egal, ob es dann 1-0 ist, 4-2, Hauptsache die 3 Punkte da. Bei der Hitze hätte ich angenommen, dass es nicht so viel zu Chancen kommt und auch, dass nicht so viel gerannt wird. Aber es ist irgendwie anders gekommen aus meiner Sicht. Ja, es gibt immer die 2 Möglichkeiten. Entweder es geht hin und her, es fallen 6 Tore, so wie heute, oder bei dem Wetter geht es 0-0 aus. Also das weiß man nie genau. Es kommt dann immer darauf an, wie kommen die Bälle, wie läuft's. Aber dass es doppelt so anstrengend ist wie vielleicht im Herbst, ist auch klar. 5. Spieltag vorbei. Man kann zufrieden sein aus Pforzheimer Sicht. Was meinst du? Ja, naja, also vollkommen. Wir sind vollkommen zufrieden. Wir haben 4 Siege, 1 Unentschieden. Fast besser geht's nicht. Das ist nah dran an der Perfektion. Und da geht es einfach weiterzumachen, weil jetzt kommen die Prüfsteine mit Bissingen, Balinger SC. Bei dem Wetter, englische Woche, wird vielleicht auch rotiert oder so. Da wird man sehen, wie breit und wie stark wir wirklich sind. Die Leistung der Abwehr wird oft übersehen, aber was kannst du zu dem Teil sagen, den die Abwehr bei euch beiträgt, zu diesem Erfolg? Ja, Abwehr ist immer wichtig und wichtig ist auch, dass man versteht, dass die Abwehr vorne anfängt. Das ist ganz wichtig, deswegen haben wir auch erst 4 Tore kassiert, weil wir fangen an, vorne zu verteidigen. Und wenn das gut funktioniert, dann kommt der Gegner kaum zu Chancen. Heute war es auch wieder so, am Ende vielleicht hat der Gegner noch 2-3 Chancen, aber ansonsten, die Tore waren nur nach Fehlern von uns. Also die waren nicht rausgespielt, 1-0, müssen wir den Ball klären. Beim zweiten kommen wir an die Flanke nicht rein, der geht irgendwie Schulter, Rücken rein. Das ist wichtig, dass wir so wenig Chancen wie möglich zulassen. Und das machen wir diese Saison sehr gut. Aber wichtig ist jetzt nicht nur die Viererkette. Ohne die Viererkette vor uns und die 2 vorne, die das quasi auslösen, funktioniert das alles nicht. Für euch geht es jetzt weiter auswärts gegen Bissingen. Wie wollt ihr da eure Erfolgsgeschichte in dieser Saison fortsetzen? Ja, Bissingen, die waren letztes Jahr schon stark, die sind dieses Jahr stark. Weiß nicht, wie die heute gespielt haben, aber die haben im Arsch vorne einen drin, der knipst. Die stehen hinten ziemlich sicher, am Burkhardt im Tor. Wir waren im WV-Pokalfinale letztes Jahr, also das wird ein richtiger Prüfstein. Und ja, wir gehen dahin. Wir gehen in jedes Spiel, dass wir es gewinnen wollen, aber je nachdem, wie das Spiel läuft, nehmen wir auch einen Punkt mit. Also klar ist, dass wir da nicht verlieren.